Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich wieder in Deutschland unterwegs. Ich war wieder bei St. Kilian und habe für euch die Signature Edition Number 9 dabei. Also kurz für alle Fans hier, Sigi 9 habe ich am Start. Und der ist jetzt gerade bei mir eingetrudelt. Ah, ich sehe, jetzt gibt es hier sogar so coole Karten mit dazu. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Also Verpackung, ne, kommt wieder runter. Die kennt er ja alle. Das ist immer die gleiche Geschenkverpackung. Aber jetzt gibt es hier noch ein Kärtchen mit bei. Mal gucken, ob da was Cooles draufsteht. Jo, sehr schön. Ne? Kriegt man jetzt alle Infos, die sonst auf der Seite stehen, kann man jetzt auch hier auf der Karte nachlesen. Sehr cool, das gefällt mir schon mal. So, also, was haben wir hier abgefüllt bekommen? Ja, als mittlerweile langjähriger St. Kilian-Trinker habe ich auch so ziemlich alles von Anfang bis jetzt probiert von St. Kilian und habe auch alles in meinem privaten St. Kilian-Schrein. Deswegen durfte hier Sigi 8 und 9 auch nicht fehlen, die übrigens zeitgleich erschienen sind. Vorgestellt wurden die in einem Online-Live-Tasting. Da sage ich auch nochmal vielen Dank an St. Kilian für das Sample-Set, dass ich da teilnehmen durfte. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber, weil ich das einfach immer cool finde, bei so einem Live-Tasting mit dabei zu sein, wenn auch der Master-Distiller mit dabei ist, wenn der Besitzer mit dabei ist und einfach alle möglichen Infos, die man halt so über St. Kilian wissen möchte, auch fragen kann, ne? Also das gefällt mir mal ganz cool, deswegen, also vielen Dank nochmal, das hat echt Spaß gemacht und ja, da kann man dann halt schon mal alles probieren, ne? Also ich glaube, diesmal haben, glaube ich, 1000 Leute mitgemacht bei dem Online-Tasting, also mega Aktion. Ja, wie gesagt, da wurde der neue Bud Spencer vorgestellt und der Sigi 8 und 9 halt jetzt, ne? Und ja, kamen halt beide zeitgleich raus. Einmal rauchig, einmal nicht rauchig. Ich fange jetzt heute mal mit dem 9er an und nicht mit dem 8er, weil der 9er ist jetzt der nicht rauchige. Erkennt man halt immer daran, dass der ein schwarzes Etikett hat und hier oben das schwarz ist. Wenn der rauchig ist, dann ist das hier oben weiß und das Etikett ist auch weiß. Daran erkennt man, also das ist halt immer der Unterschied, woran man das erkennen kann, was ist. So. Kosten tut der 44,90 Euro UVP. Mittlerweile habe ich schon Händler gesehen, die nehmen 48 Euro, 47 Euro. Ich habe auch Händler gesehen, die nehmen nur 43 Euro. Also guckt einfach, wo ihr euch den organisiert. Aber am besten ist natürlich immer bei der Distille selber. 44,90 Euro ist die gleiche Range wie bei den anderen Sigis auch. Also von daher finde ich das jetzt ganz okay vom Preis. Wir haben hier 7500 Flaschen, 55,3%. Und wir haben hier Whisky aus 2016, 2017 und 2018 und wird aber alles in diesem Jahr halt abgefüllt. Und wie wir das halt von St. Kilian gewohnt sind, sind die natürlich auch sehr transparent. Ne? Hinten auf der Buddel steht auch wieder drauf, wie viel Prozent von welchem Fass da drin ist. Und wir haben hier diesmal 11% Pfälzer Eiche, da bin ich sehr gespannt drauf, 27% Ex-Sautern und 62% Ex-Bourbon. Wie wir ja alle schon wissen, bei Sautern ist das halt immer so eine Lotto-Geschichte. Ne? Das kann halt richtig geil sein, kann aber auch richtig blöd sein. Muss man halt mal gucken, wie der Whisky gleich so im Glas ist. Ja, ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, wie immer bei St. Kilian. Ne? Das ist, glaube ich, Standard eigentlich. Und ja, Halb-Liter-Buddel kennen wir auch mittlerweile. Aber ich finde da die Flaschen schon echt cool. Ne? Ja, die gefallen mir immer. Gut, aber wir sind natürlich nicht da, um die Flaschen zu bewundern, sondern dafür da, oder wir sind hier, um zu probieren, was wir hier in der Flasche abgefüllt bekommen haben. Und deswegen halte ich jetzt mal meine Nase in das Glencairn und dann gucken wir mal, was wir so in der Nase haben. Los geht's. Ach, da ist sie wieder. Da ist wieder die St. Kilian-Birne. Darauf ist zu 90% Verlass. Gibt auch Whiskys, die haben die nicht. Habe ich ja schon mal, festgestellt. Aber zu 90% kriege ich die Birne immer. Also der riecht auch wieder äußerst fruchtig und vor allen Dingen sehr, sehr süß. Ich habe so diese weißen Gummibärchen, habe ich so ein bisschen. Der ist sehr frisch auch in der Nase, sehr mentollastig, mentholartig würde ich schon fast sagen. Als wenn ich so eine Tüte Vic Blau einfach so mal auf Ex weggeknüppelt hätte. Das ist wieder so eine undefinierbare Süße. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als wenn ich so eine Birne halbiert hätte und würde über die Birne so eine Ladung Puderzucker drüber streuen. Ne? Als würde ich die Birne nochmal richtig krass zuckern.
So in die Richtung, finde ich, geht das. Und dann kriege ich halt diese weißen Gummibärchen. Ich weiß gar nicht, welche Art die weißen sind. Ist das Ananas oder ist das wirklich auch Birne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und der kriegt hinten raus so eine gewisse Würzigkeit, so was fast schon Herzhaftes, ne? Eher so in die Richtung so fleischähnlich. Hat so ein bisschen was von so einem Grillgewürz vielleicht. Ach, jetzt bin ich schon wieder bei Grillwhisky. Naja, grillen kann man ja auch das ganze Jahr über. Ist ja nicht nur im Sommer. Aber ist schon spannend, muss ich sagen. Also die Nase ist schon sehr interessant, aber. Oh, jetzt kriege ich noch so ein bisschen Vanille. Eher so karamellmäßig. Vanille, Karamell, irgendwie so was in die Richtung ist das. Schon spannend manchmal, wie der sich dann doch noch ein bisschen anders entwickelt, wenn der noch so ein bisschen Luft gekriegt hat. Aber gut, die 55,3% sind auf jeden Fall da. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ist jetzt von der Nase her schon mal eine interessante Geschichte, aber ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, so ungefähr, ne? Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Prost! Okay, da hat das Holz aber schon gut gearbeitet für die kurze Zeit. Also erst kriegst du relativ viel Holz. Wird wahrscheinlich die von der Pfälzer Eiche kommen. Also ist wirklich schon recht intensiv die Holznote, aber die verfliegt dann und da zwitscht dann um in wirklich so ein sehr intensives Birnen-Ananas-Aroma, als wenn ich wirklich so ein Fruchtcocktail habe, wo ich der nur aus Ananas und Birnen bestehen würde, der mit so wirklich auch wieder mit Puderzucker überstreut ist. Das ist aber so, dieses Holz macht das so leicht herb, dass du so eine herb-süße Kombination quasi hast. Ich finde die Kombi echt gut. Dann hast du halt diesen Alkohol, der sehr extrem schiebt, muss ich sagen. Ich finde, der Alkohol ist etwas unausgeglichen hier oder unausgewogen. Ne, habe ich bisher bei St. Kilian sonst nicht so gehabt. Da hat man ganz oft gar nicht gemerkt, dass man so viel Prozent im Glas hat. Aber trotzdem macht er so ein leicht cremiges Mundgefühl noch dabei. Also auch im Abgang kriege ich echt viel von diesem Puderzucker, von dieser Birne. Aber das ist jetzt nichts super Komplexes. Ne? Das ist ein Whisky, den man trinken kann, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow. Der hebt sich richtig ab. Ne, wir haben ja bisher war es ja immer so, du hast halt so die Edition 1 gehabt, und dann hattest du, waren ja 5 Fässer mit drin, dann hast du ja quasi den 2 gehabt, der Amarone war, den 3, der erste rauchige war, dann der 4, der auch rauchig war, aber schon fast mit dem Schotten mithalten konnte beim Rauchgehalt, den 5, der wirklich nur dieses Virgin Oak hatte und sehr intensiv auch dieses Schokoladenaroma, der wirklich ein Top-Whisky war. Der Six, den fand ich halt nicht so cool, das war ja so diese reine Pfälzer Edition. Der Seven war eine reine Sherry-Abfüllung quasi, wurde halt wirklich sehr coole Sherry-Aroma hattest mit ein bisschen Schwefel. Aber bei der 8 ist ja auch wieder rauchig, muss ich mal gucken, den hatte ich noch nicht im Glas. Und aber jetzt bei der 9, finde ich, komme ich jetzt an diesen Punkt, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr so dieses Besondere, was sich so abhebt, ne? Wo du halt sagst, wow, St. Kilian hat den nächste Signature Edition auf den Markt gehauen. Das ist jetzt der Burner überhaupt, sondern das ist ein cooler Whisky. Aber es ist jetzt für mich jetzt, passt für mich jetzt nicht in diese Siggi-Range, die wir bis jetzt hatten. Also das ist jetzt so, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich habe halt so das Gefühl, dass du den auch so als so einen Standard für die Destille abfüllen kannst. Weil der hat ganz viel, was die Destille ausmacht. Da bringt er ganz viel mit, auch sehr intensiv, aber ist überhaupt nicht krass komplex oder bringt jetzt nicht so diesen Überraschungsmoment, den du halt von den
bisherigen St. Kilian-Abfüllung halt hattest, ne? Wie beim Five oder wie beim Two oder so, wo du immer denkst, wow, krass, das ist deutscher Whisky, wie geht das, ne? Ich meine, das ist auch richtig gut. Das ist ein richtig guter Whisky, aber es ist nicht diese Erwartungshaltung, die ich an den Siggi habe, ne? Bei dem Siggi erwarte ich, also ist für mich halt immer so die Erwartungshaltung, ich will diesen Überraschungsmoment weiter haben, so wie es halt vorher auch war. Aber grundsätzlich ist das ein guter Whisky. Also von mir kriegt er auf jeden Fall 4 Daumen hoch. Wie gesagt, ist alles cool, ist aber halt nicht dieser Wow-Effekt, den ich halt bei den letzten Signature Editions halt hatte. Ich muss auch sagen, jetzt auch beim Abgang, der ist eher so mittellang, ne? Ich merke jetzt auch gerade, ist jetzt fast weg. Aber wie gesagt, dieses Puderzucker mit der Birne und die Kombi mit dem Holz, dieses leicht herbsüße, passt echt cool zusammen. Gerade auch wenn du auch Holzabfüllung magst, ist es auf jeden Fall eine coole Idee. Und nochmal hier an St. Kilian, sehr coole Idee, diesen Zettel hier mit beizulegen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man sich dann bei den Editions später nochmal auf den Homepages oder so zusammensuchen muss. Finde ich auf jeden Fall cooler, wenn da dieser Zettel mit bei ist. Also coole Idee. Ja, wenn ihr den schon im Glas hattet, wenn ihr bei dem Tasting zum Beispiel teilgenommen habt und ihr habt den schon probiert, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr den so fandet, welche Meinung ihr davon habt. Und ja, folgt mir gerne bei Facebook und bei Instagram. Und ganz wichtig ist, schaut auch mal ein paar andere Videos auf meinem Kanal an. Würde mich freuen, wenn euch mein Style hier gefällt, ne, dass ihr auch mal 1, 2, 3, 5, 110 andere Videos auf meinem Kanal euch anschaut. Und lasst mir natürlich auch immer gerne Feedback da über Kommentare, freue ich mich. Ich weiß, ich hänge immer ein bisschen hinterher mit dem Beantworten, aber ich antworte in der Regel auf alle Kommentare. Also von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch Feedback hinterlasst. Ja, und wenn ihr noch Bock habt auf ein bisschen Austausch bezüglich Whisky, dann kommt in meine Community-Gruppe, die machen wir bei WhatsApp. Schreibt mich dazu einfach an, ich lade euch dann in die Gruppe ein. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.